Es ist wieder Zeit, uns einmal anzugucken, wie teuer Yu-Gi-Oh! Ist. Ich werde mir, wie jeden Monat, einmal, also so knapp 100 Karten raussuchen, im gegebenen Format, und über die werden wir einmal sprechen, wie teuer sind die, warum sind die vielleicht ein bisschen teurer. So können wir nämlich einmal einschätzen, wie teuer ist Yu-Gi-Oh! Überhaupt. Falls euch der Affen-Content gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, dann seht ihr das auch einmal im Monat. Und dann würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung, schnappt euch ein bisschen Popcorn, hört es als Podcast, ist mir vollkommen egal. Springen wir einmal rein in die Karten, let's go. Die erste Karte, die wir einmal haben, ist einmal Baron de Fleur. Eine Karte, die in Maze of Memories einen Reprint bekommen hat. Und wie wir sehen, ja, der hat nicht wirklich geholfen. Die kostet immer noch so knapp ihre 52 Euro, was halt immer noch richtig, richtig krass ist. Die wird im nächsten Format auch wieder mehr gespielt, als sie aktuell schon ist. Die wird aktuell in dieser ganz krassen Variante von Runic Turia gespielt, aber die wird im nächsten Format auch in den Superior Samurai Decks einen Platz finden, deshalb ist die Karte logischerweise auch nicht günstiger geworden. Die ist sogar ein bisschen hochgegangen vom Preis her. Ist natürlich schade, dass so eine Karte, die halt essentiell wichtig ist für verschiedene Decks, immer noch so teuer ist. Lässt sich leider aber nicht verändern. Dann haben wir einmal Ash Blossom and Joy Spring, die Karte, die aktuell mandatory ist, in vielen Decks zu spielen. Die spielt hier aktuell auf 3 in fast jedem Deck. Die hat einen Reprint bekommen in dem Traptrick Structure Deck. Und davor schon in dem Crystal Beast Structure Deck, kostet aber immer noch ihre 2,50 Euro, geht sogar schon eher Richtung 3 Euro hin, ist also immer noch eine Karte, die nicht billig ist für eine Common, aber natürlich besser als 18 Euro, was sie halt vor ein paar Monaten noch gekostet hat, bevor die ganzen Reprints bekommen hat. Dann Solemn Judgment, auch der frisch mit einem Reprint aus, in dem Fall Maze of Memories, mit Super Rare, aber auch die kostet ihre 3 bis 4 Euro. Auch eine Karte, die man vielleicht doch zu Hause haben sollte. Wie man hier beim Preisgraf sieht, die hat sich nicht wirklich großartig verändert. Die ist mal so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Bleibt also konstant bei ihren 3 Euro. Wenn ihr sie also haben wollt, das Playset, müsst ihr so 10 Euro investieren, um die wirklich halt auch zu bekommen. Ist aber eine Karte, die es meiner Meinung nach wert ist, dafür diese 10 Euro zu investieren, weil es eine Karte ist, die immer wieder auftaucht, wenn ihr halt siden könnt und dann halt go first geht, könnt ihr die Karte wirklich reinsiden. Denn er macht immer einen ganz soliden Job auf jeden Fall. Dann haben wir Evenly Matched, auch die hat einen Reprint bekommen in dem Structure Deck Beware of Trap Tricks. Auch die kostet wieder ihre 4 Euro. Wie ihr seht vom Preisgrafen, die ist ein bisschen hochgegangen, weil im aktuellen Format die Karte unglaublich viel gespielt wird. Ob es jetzt im Main Deck ist, im Side Deck, fast jeder spielt irgendwie Evenly Matched. Und das ist logischerweise auch klar, dass dann so eine Karte selbst aus einem Reprint in einem Structure Deck dann doch ein paar Euro kostet. Also auf jeden Fall da, meiner Meinung nach, den Preis wert, den sie aktuell kostet. Aber für ihre 12 Euro im Playset jetzt nicht die billigste Karte, aber definitiv eine gute Karte zu haben, falls ihr noch nicht habt. Ich würde sie mir vielleicht jetzt besorgen, bevor sie halt wirklich noch teurer wird. Haben wir einmal eine Karte, die Dinka so ein bisschen bekannt gemacht hat und viele Kashtira-Varianten. Das ist einmal Donner Digger for Hire. Die kostet, wie ihr seht, aktuell 20 Cent, ist also jetzt nichts, wo man jetzt, weiß nicht, viel für investieren muss, um diese Karte zu haben, aber sie ist in verschiedenen Deck-Varianten extrem gut und logischerweise in dem For-Hire-Deck, was halt Dinka gespielt hat, ist die halt insane und dafür ist sie halt ziemlich gut und in Kombination mit Folgo, mit dem Link 3 Monster, zieht die halt auch 3 Karten, was, wenn wir Runic For-Hire mit Sprite spielen, offensichtlich ziemlich gut ist, wie es Dinka halt gezeigt hat. Nächste Karte ist einmal Jawl and Lockbird, geht aktuell ihre 1,50 um den Dreh, also 1,20 bis 1,50. Die hat sich beim Preis gehalten. Die hatten die auch einen Reprint bekommen in Tactical Masters. Ist also noch gar nicht so lange her, dass sie diesen Rare Reprint bekommen hat. Das sind so die günstigsten Kopien, die man kaufen kann. Ist eine Karte, die ist sehr High Roll. Das heißt, wenn die resolved, ist sie halt krass. Wenn sie nicht resolved, nicht so krass. Wenn ihr sie zu spät zieht, auch nicht so krass. Und den ersten Search kriegen sie auf jeden Fall. Ist also eine Karte, die ist gut. Die zu haben ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Meinetwegen auch für den Preis, was sie aktuell kostet, aber ich würde sie aktuell nicht spielen, ich finde sie jetzt nicht so gut aktuell. Dann Harpyen Flederwisch aus dem Structure Deck Beware of Trap Tricks. Ja, die kostet aktuell ihre 60 Cent, ist eine Karte, die man auf jeden Fall zu Hause haben sollte, weil es eine Karte ist, die wird immer wieder gebraucht, ihr werdet sie im Side Deck spielen, manche spielen sie sogar im Main Deck, why not, aber im Side Deck werdet ihr auf jeden Fall eine Karte vom brauchen oder zumindest irgendein Äquivalent dazu, dass ihr halt Spelltraps vom Gegner schießen könnt und da ist die wirklich halt, sagen wir, necessary zu haben und da sind halt die 60 Cent auch nicht wirklich viel Geld. Haben wir einmal Infinite Impermanence, die aktuell auf ihre 6 Euro zusteuert. Das ist ein Reprint aus einem Structure Deck als Super Rare und die geht langsam wieder auf ihre 10 Euro hoch. Habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so erwartet, aber ist spannend zu sehen, dass so eine Karte auch vom Value halt ein bisschen hoch geht. Habe ich von vornherein gesagt, die war bei Release, war die glaube ich bei knapp 4-5 Euro.
Jetzt geht sie wert ihre 6 Euro wieder. Ist also eine Karte, die es auch wert ist zu haben, weil Impermanenz ist eine unglaublich gute Karte. Dann haben wir einmal eine Karte wie Underworld Goddess, die immer mal wieder relevant wird in verschiedenen Szenarien, wenn der Gegner wirklich Tauermonster spielt und dann braucht die Karte. Kostet aktuell ihre 3,50 Euro, ist also jetzt nicht so eine krass teure Karte. Aber ich glaube auch schon, dass es eine Karte ist, die man so zu Hause haben sollte, wenn ihr wirklich halt Schwierigkeiten habt, so einen Bossmonster vom Gegner zu outen, kann die wirklich helfen, das halt für euch zu outen. Aber eine Karte, die jetzt im Format nicht so krass viel gespielt wird aktuell. Haben wir einmal Book of Eclipse, ist ja so ein bisschen abgefallen, was jetzt die Usage angeht im aktuellen Format. Kostet immer noch ihre 10 bis 20 Cent, ist also auch keine teure Karte. Hat ja in Tactical Masters auch den Reprint bekommen gehabt als Rare, ist also jetzt auch relativ accessible für die meisten Spieler. Ist aber eine Karte, die man meiner Meinung nach zu Hause haben sollte, wenn man mehr von diesen Karten spielen möchte, neben Book of Moons zum Beispiel. Deswegen ist es eine Karte, die ist nicht schlecht. Dann haben wir einmal Nibiru, the Primal Being. Die ist aktuell wieder so knapp auf 6 Euro hochgegangen. Wie man sieht, die Karte fluktuiert so ein bisschen. Die wird wahrscheinlich in naher Zukunft auch nochmal einen Reprint bekommen, denn die hat letztes Jahr der Tin Reprint bekommen. Aber das ist eine Karte, die ist prädestiniert dafür, in irgendeinem Structure Deck einen Reprint zu bekommen. Deswegen ist 6 Euro aktuell ein Preis, der ist okay. Wenn ihr sagt, ich brauche die aktuell nicht, dann könnt ihr vielleicht warten, bis ihr irgendwann noch einen Reprint bekommt. Dann wird sie halt definitiv so auf 2-3 Euro runtergehen. Die war nämlich auch nach dem letzten Reprint auch so auf 2-3 Euro. Nur mittlerweile ist natürlich die Usage wieder ein bisschen hochgegangen, also die wird mehr gespielt. Und deshalb kostet die wieder 6 Euro. Könnte sein, dass in Zukunft nochmal so ein bisschen weiter nach oben geht. Wenn halt der Reprint nicht kommt. Visa Starfrost ist eine Karte, wie ihr am Preis geraten seht, die immer weiter nach oben geht. Denn die hat den einzigen Print aus Dimension Force. Die wird safe in der Megatin drin sein. Das heißt, wenn ihr sie aktuell nicht braucht und ihr nicht denkt, oh, 25 Euro für die Karte zu investieren, dann würde ich warten. Wenn ihr wirklich ein halbes Jahr warten könnt, wird die Karte in der Megatin drin sein. Und dann werdet ihr die aus der Megatin halt deutlich günstiger zum Spielen haben. Die wird wahrscheinlich nachher eine 2-3 Euro Karte sein. Wenn die in der Megatin drin gewesen ist, meinetwegen als Parallel Secret Rare oder Prismatic Secret Rare, wie auch immer die Rarität heißt, das wird auf jeden Fall deutlich günstiger. Dann Nightmare Unicorn kostet ihre 30 Cent. Die ist, wie ihr seht, so ein bisschen hin und her gegangen, aber sind Centbeträge. Also jetzt wirklich, dass sie jetzt eine teure Karte ist. Die wird auch lange brauchen, bis wieder diesen Euro erreicht, weil Genesis Impact an sich ist da schon eine Weile her, aber Unicorn ist sehr nischende Applikation, wann die gespielt wird, wo ihr die braucht. Deswegen kostet die auch nicht so viel. Guardian Chimera aus Maze of Memories kostet aktuell ihre 16 Euro. Was man dazu sagen muss, es könnte sein, dass wir die Guardian Chimera auch in der Megatin sehen. Das heißt, wenn ihr sie aktuell nicht braucht, würde ich vielleicht noch warten, um die mir später zu kaufen, weil die dann vielleicht noch ein bisschen günstiger ist. Wenn ihr sie aktuell für Despair braucht, dann holt sie euch, weil aktuell für den Preis definitiv eine Karte, die man für den Preis holen kann, weil es eine sehr gute Karte ist für die Despair-Spieler. Aber wenn ihr nicht Despair spielen wollt, würde ich es aktuell nicht machen, weil das ist wahrscheinlich gar nicht wert. Aber ist eine gute Karte, die einen Preispunkt hat, der relativ solide ist. Dann haben wir Raigeki wieder aus Beware auf Trap Tricks. Immer noch ein Structure Deck, was ziemlich gut gewesen ist. Und Raigeki kostet aktuell ihre 70 bis 80 Cent. Ist also eine Karte, die so einen kleinen Value hat. Die ist auch so vom Preis so ein bisschen hoch, ne? Die war mal so bei 50 Cent, als das rausgekommen ist. Jetzt geht es langsam auf 80 hoch. Also wenn ihr Raigeki noch nicht habt, besorgt euch die vielleicht aus dem Set aktuell, damit die nicht wirklich über diese 1 Euro rüber geht, weil das ist irgendwie schwachsinnig für eine Karte, die aktuell kaum Play sieht. Aber eine Karte, die man auch mal haben sollte zu Hause, finde ich. Haben wir einmal Fusion Deployment. Eine Karte, mit der ihr Katedia aus dem Deck speziell beschwören könnt, oder den Dunklen Magier, oder den Fawn of Albers, was auch immer ihr wollt, ist eine Karte, die in Despair wirklich gut funktioniert. Die hat natürlich auch Applikationen in anderen Deckthemen, aber die lockt euch auch auf Fusionsbeschwörung, ist also nicht die krasseste Karte, aber eine gute Karte, die wirklich 10 Cent kostet, also wirklich halt nicht so teuer. Wenn ihr sie also nicht habt, besorgt euch die. Die ist aus dem Structure Deck Cyberstrike, also schon ein Jahr her, dass wir die Karte bekommen haben und die kostet immer noch ihre 10 Cent. Ist also keine High-Valuable-Karte, aber eine Karte, die man doch zu Hause haben sollte. Haben wir Parallel Exceed. Ich habe jetzt extra mal die Common genommen aus Eternity Code, denn die kostet immer noch ihre 3 Euro. Finde ich immer noch faszinierend. Der Trap Trick Hype ist zwar so ein bisschen runtergeflacht, sieht man auch ein bisschen am Preisgrafen, aber der ist immer noch ganz schön vorhanden und eine Karte aus dem Hauptset als Common, die 3 Euro kostet, die schon 3 Reprints hat, finde ich sehr interessant. Ja. Wenn ihr Trap Tricks nicht spielen wollt, besorgt euch die aktuell nicht, denn ich könnte mir für die Karte auch irgendeine Art von Reprint vorstellen, weil das ist ein Cybersmonster, es gibt Cyber-Support im neuen Set, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar einen Common Reprint im nächsten OTS bekommt
wo wir schon angekündigt haben, OTS 22 mit der Brain Infusion. Können wir vorstellen, dass wir die nochmal als Common in dem OTS sehen. Da haben wir Wecke deinen Elementarhelden, die Ultra Rare. Kostet aktuell ihre 4,50 €. Ich habe mir sagen lassen, die ist in Heroes ziemlich gut. Mehr kann ich zu der Karte leider nicht sagen. Ich verstehe, warum man die Karte ein paar Euro kostet, weil das halt eine Karte ist, die auch gespielt wird. Ist eine Ultra Rare, ist jetzt nicht so einfach zu ziehen. Wie gut die ist, könnt ihr für euch selber entscheiden. Dann haben wir hier einmal Small World, eine Karte, die in Mathmech gespielt wird, auch ziemlich viel. Und in anderen Decks, die halt bestimmte Starterkarten halt brauchen, deswegen ist eine Karte, die auf jeden Fall nützlich ist. Sie geht natürlich minus 1, also jetzt nicht die krasseste Karte, aber sie kann euch jedes Monster in eurem Deck suchen, was an sich nicht verkehrt ist. Ob die jetzt wirklich für eure Werte ist, könnt ihr für euch selber entscheiden, aber ist eine Karte, die man vielleicht doch zu Hause haben sollte, wenn man irgendwelche obskuren Decks bauen möchte. Deswegen ist es, glaube ich, 4 Euro auch, glaube ich, okay. Dann haben wir einmal Cheng Ying. Eine Karte, die nicht nur in Sorcerer gespielt wird, möchte ich erwähnen, sondern die wird auch in Naturidecks gespielt, in den Runic-Varianten, weil die ein Out ist für eine Sache wie Dragoon zum Beispiel, die von Despair gespielt wird, weil die Karte nicht targetet und einfach banished. Ist also eine Option, die in vielen Decks aufkommt, aber die kostet aktuell nur 50 Cent. Also wenn ihr die noch nicht habt, besorgt euch die, wenn ihr sie wirklich für euer Deck braucht. Ist ein generisches Level 10 Synchro-Monster, ist also nie verkehrt, so ein Ding zu Hause zu haben. Hier haben wir einmal Sprite Sprint, wie ihr seht am Preisgrafen. Die geht so ein bisschen hoch, die kostet aktuell ihre 11 Euro, ist also den Preis wert, ist eine gute Karte. Das Sprite Deck wird aktuell auch ein bisschen mehr gespielt, hat natürlich auch ein paar Events getoppt und ein paar Events auch gewonnen, was natürlich die Karte deutlich valuable macht. Und das ist eine Karte, die werdet ihr höchstwahrscheinlich auch in einem neuen Super Heavy Samurai Deck spielen. Deswegen auf jeden Fall eine Karte, die ihr besorgen solltet, wenn ihr wirklich vorhabt, dieses Deck halt zu spielen. Ich sag trotzdem nochmal ganz kurz, wir erwarten in naher Zukunft eine Banlist. Ich lasse euch mit diesem Gedanken mal alleine, falls ihr denkt, dass das eine Karte ist, die davon betroffen sein könnte. Was meiner Meinung nach gar nicht so weit hergeholt ist. Haben wir einmal Ice Jade Gimnir Agarina, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ein Level 10 Synchro-Monster, was Playseed in verschiedenen Sorcerer-Varianten. Ich habe schon gesehen, dass die versuchen, das manchmal in Naturia zu spielen, was halt auftreten kann, weil die halt Korallendrachen spielt, dann kommt die Karte auch mal auf, ist aber sehr nischig von der Applikation, kostet aktuell 5,30 Euro. Was genau die tut, könnt ihr nachlesen, wenn ihr möchtet. Ist eine Karte, die wird halt gespielt, aber ist jetzt nicht die krasse Karte, die man so spielen kann. Haben wir einmal Dugaris, den Zeitlosen, eine Karte, die wir aktuell viel in Dark World sehen. Und der Preisgraf zeigt uns, dass sie quasi hochgeht, runtergeht, kostet aktuell ihre knapp 2 Euro, bisschen weniger als 2 Euro, aber so um den Dreh. Ist eine Karte, die generisch gut ist. Also eine Karte, die man meiner Meinung nach zu Hause haben sollte, wenn man halt viele Excel-Examples zu Hause hat, weil die in vielen Decks wirklich Nutzen finden kann. Nicht nur in Dark World, die ist halt ein Free Summon vom Grave mit zwei Materialien. Ihr könnt Karten ziehen, das ist eine gute Karte. Haben wir einmal Jasmine und die Karte ist vom Preisgrafen. Seit April. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Klar, Rika hat so ein bisschen kleine Resurgence bekommen, weil es halt gar nicht so schlecht gespielt hat auf den jeweiligen Turnieren. Ich finde aber 12 Euro für so eine Karte. Denn ihr spielt sie halt in Rika mindestens zweimal. Manche spielen sogar drei, aber die meisten spielen zwei. Und da 12 Euro für eine Karte zu auszugeben, die an sich nicht so krass gut ist, weiß ich halt nicht. Die ist aus Dual Power. Das heißt, die ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall Doofin Reprint. Das heißt, die wird irgendwann Reprint bekommen. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Ich hoffe so ein bisschen auf dieses Battle of Legends Ding, dass die Karte da drin sein wird, weil das wäre so ein Prime-Kandidat dafür, eine Karte, die schon ein bisschen älter ist, aber auf jeden Fall ein Reprint nötig hat. Das ist eine Karte, die auf jeden Fall da reingehört, meiner Meinung nach. Haben wir einmal Grand Gognol, der Dämmerungsdrache. Eine Karte, die mit dem nächsten Support von Despi auf jeden Fall wichtiger werden wird. Und die kostet aktuell ihre 6,40 Euro bis 6,50 Euro, also auch nicht ganz so teuer. Eine Karte, die aber ganz schnell vom Preis hochgehen könnte, wenn die neuen Despair-Varianten, die Karte auf jeden Fall auf dem Endboard nachher haben, gut werden. Denn das Ding kann euch ein Synchro-Monster aus dem Exodeck holen, was gegnerische Monster annullieren kann und euch ATK geben kann. Das ist eine Karte, die ziemlich gut ist und da wir es Grand Gognol halt prädestiniert, die aus dem Exodeck rauszuholen, die kann aber nicht nur das, die kann auch theoretisch aus dem Deck was zurückholen, wie jetzt Nekleda zum Beispiel. Ist also eine ziemlich solide Karte und könnte wirklich auch ein bisschen teurer werden. Haben wir Apollosa, da gucken wir immer ab und zu mal drauf. Ich habe jetzt hier das Artwork aus Magnificent Mavens, das alternative Artwork. Kostet aktuell ihre 7,20 Euro. Ist eine Karte, die man meiner Meinung nach zu Hause haben sollte, weil es eine generische Karte ist, die viele Monster in der Gates aufbauen kann, die in sehr vielen verschiedenen Decks spielen könnt. Im Endboard
mitten in der Combo, um euch zu beschützen vor Nibiru zum Beispiel. Also meiner Meinung nach eine Karte, die man wirklich auch für den Preis holen sollte. Haben wir einmal Scareclaw, Reichhardt. Wie ihr seht, auch die Karte ist ein bisschen gespiked, da wird ein bisschen gefallen. Die kostet aktuell ihre 8 Euro. Die Scareclaw-Karten sind echt scary. Wortwitz nicht intended, aber die sind wirklich halt scary. Die machen viele Dinge, die andere Decks nicht tun. Das sind meistens Free Summons, die haben Access zu den Karten über die Feedspell und halt über dieses Link 1 Monster, was die Feedspell suchen kann. Und das Link 1 Monster, habe ich letzten Tage erst festgestellt, ist nicht mal Once Per Turn. Sprechen wir gleich mal drüber. Und die Karte ist auch ziemlich gut. Also wenn ihr das Deck wirklich halt in irgendeiner Form spielen möchtet, das ist auf jeden Fall eine Karte, die relevant für euch ist. Kostet aktuell 8 Euro, ist eine gute Karte. Ob das wirklich 8 Euro wert ist, können wir uns überstreiten. Aber die wird auch einen Reprint bekommen in der Megaten. Wenn ihr also jetzt nicht jetzt Scareclaw spielen wollt, wartet bis zur Megaten. Haben wir Rika Queen Strenna, die kamen aus der Tin of Ancient Battles von 2021. Kostet 2 Cent. Ist nötig, dass ihr die in Rika spielt, kostet aber nichts. Dann haben wir einmal Super Heavy Samurai Soulpiercer. Eine Karte, wie ihr seht, die ganz schön gespiked ist für das, was sie immer war. Das war mal so eine 3 bis 5 Cent Karte. Der neue Support von Super Heavy Samurai ist ziemlich gut. Diese Karte kann uns Karten aus unserem Deck suchen. Die Karte ist nicht Once Per Turn. Deshalb kostet jetzt ein bisschen was. Das ist eine Common aus Secrets of Eternity. Es würde mich schockieren, wenn diese Karte nicht in den nächsten Monaten irgendeine Form von Reprint bekommt. Denn die haben ja die Supportkarten gemacht. Es würde mich wirklich schockieren, wenn die nicht irgendeine Art von Reprint von dieser Karte machen, weil die müssten ja wissen, dass diese Karte für das Deck necessary ist und dass sie halt gebraucht wird. Deswegen glaube ich schon, dass wir davon wirklich einen Reprint sehen werden. Dann der Riesensprite oder Gigantic Sprite kostet aktuell 5 Euro, ist natürlich ein bisschen gefallen vom Preis. Ist eine Karte, die ist mandatory in allen Sprite-Varianten. Ihr werdet mindestens immer einen davon spielen, selbst in den Varianten, die wirklich kaum Sprite spielen, werdet die Karte brauchen. Aber die ist halt für jedes Deck gut, was halt oft Level 2 Monster baut, wenn ihr Level 2 Monster aus eurem Deck holt. Da ist sie halt da. Selbst wenn ihr ein pures Livestream-Deck spielt, könnt ihr die Karte in euren Extra-Deck spielen, um euch das jeweilige andere Monster zu holen, was ihr vielleicht noch braucht. Meinetwegen die Ziehkarte zum Beispiel, irgendwas in dieser Richtung. Denn euch in Level 2 Link 2 zu rocken ist halt jetzt nicht so dramatisch. Und selbst da könnt ihr die halt spielen. Dann haben wir einmal Rindbrum. Kostet aktuell 5,50 Euro. Ist eine Karte, die ist gut. Hat nicht so den Impact gesehen, den viele erwartet haben. Weil die kann halt Nibiru nicht negieren. Das ist auch ein Faktor, der richtig ist. Die kann auch Ash Blossom nicht negieren. Auch das ist ein Faktor, der relevant ist. Aber es gibt mit der ein paar nette Interaktionspunkte, wo man verschiedene Karten wieder auf die Hand bekommen kann, dem Gegner Karten auf die Hand geben kann, während was man annulliert. Ist also insgesamt meiner Meinung nach eine sehr coole Karte. Und der Preispunkt ist ja auf jeden Fall gerechtfertigt, denn die wird halt gespielt, aber nicht so viel. Deswegen kostet die auch nicht so viel, weil es eine Ultra Rare aus dem Hauptset ist. Ist aber meiner Meinung nach eine Karte, die man, wenn man sich mit Despair beschäftigt, doch zu Hause haben sollte. Haben wir einmal logischerweise Zeus, eine Karte, die wieder aktuell bei 30 Euro ist. Und das ist der Reprint aus der Megatin. Ja, wie man sieht, der Preisgrab ist hochgegangen. Die Leute merken, Zeus ist eine gute Karte. Da muss ich zustimmen, Zeus ist eine wirklich richtig gute Karte. Deshalb kostet logischerweise auch ein paar Euros. Haben wir einmal Tränenstrauß, die Rickerkönigin. Der Reprint aus Maze of Memories hat die Karte jetzt zu einer Budget-Karte gemacht. Die kostet jetzt nur noch 3 Euro. Die hat vorher 20 gekostet. Viel mehr ist für die Karte nicht zu sagen. Die meisten spielen die ein oder zwei Mal in den Ricker-Decks. Ist eine gute Karte. 3 Euro ist meiner Meinung nach komplett fein für die Karte. Haben wir einmal Primitiver Planet, Reich Phobia. Die ist vom Preis, wie ihr seht, ein bisschen nach oben gegangen. Also die hat zu Release 3 Euro gekostet. Die kostet mittlerweile 6 Euro, weil viel mehr diese Scareclaw-Karten spielen. Und es gibt auch einige Variationen, die diese Karte auch in den Kashira-Deck spielen, um sich das Kashira-Monster zu suchen, dass ihr quasi mit der Anfang Kashira-Monster sucht, dann die andere Feedback aktiviert und euch dann die Unicorn sucht, damit ihr halt trotzdem mal 2 Level 7 Monster habt. Ist eine Sache, die ich verstehen kann. Preispunkt verstehe ich jetzt nicht ganz. Meiner Meinung nach müsste nicht so teuer sein, weil ihr braucht in der Theorie ja nur einer davon, weil die mit Lightheart ja wirklich halt super ist. Ist aber eine gute Karte. Haben wir immer Cross Sheep. Gibt es auch verschiedene Variationen, die jetzt wieder spielen. Gerade in den Naturia-Varianten kommt das wirklich mal auf, dass sie die spielt. Mit Kombination von Karten, auch in Ninja wird die gespielt. Da ist sie auch nicht verkehrt. Ist eine gute Karte. Kostet aktuell ihre 1,60. Ist also jetzt auch nicht eine teure Karte. Und ist eine Karte, die auf jeden Fall immer wieder play sein wird, verschiedenen Archetypes. Dann Heroless wollte ich kurz mal erwähnen, weil wir mit dem Wake-Up-Hero halt eine neue Hero-Karte bekommen haben. Ich sag mal hier, kostet 10 Cent.
Nicht wirklich teuer, aber ist halt da. Haben wir einmal Red Eyes Dark Dragoon. Den haben wir uns letzten Monat schon angeguckt. Ich glaube, seit letztem Monat ist der nicht wirklich gestiegen. Der kostet jetzt aktuell ihre 22 Euro. Ich glaube, letztes Mal war der auch bei knapp 21, also ziemlich das gleiche. Das heißt, da ist kein wirklicher Hype gewesen, was die Karte angeht. Der hat den Preispunkt erreicht, wo die halt hingeht. Die war letztes Jahr in der Megazin drin. Die wird wahrscheinlich aber auch in naher Zukunft erstmal keinen Reprint bekommen. Würde mich irgendwie wundern, es sei denn, die machen die zu einer Quarter Century Secret Rare. Was ich todesfunny finden würde in der Tin. Aber glaube ich eher weniger. Haben wir einmal Kurikara Gottes Inkarnation. Und das ist eine Karte, wie ihr vom Preiskarten seht. Ja, da ist ein Hype da gewesen. Die kostet aktuell ihre 28 Euro. Die war vorher bei 7 bis 8 Euro. Dann wird die gespielt, weil sie gut ist. Gewinnt das Finale der YCS und direkt kostet die 30 Euro. Ich weiß nicht, ob die Karte 30 Euro gut ist, aber es ist definitiv eine gute Karte. Das können wir so festhalten. Haben wir Nightmare Cerberus, kostet 20 Cent. Ist eine Karte auch. Magnificent Mavens, Reprint. Ja, ist eine Karte, die man zu Hause haben sollte, falls sie die mal eben Deck halt braucht. Haben wir einmal den Torwächter von Wind und Wasser. Das ist das beste Torwächtermonster, weil das halt Spells negieren kann und die kostet 20 Cent. Das ist alles, was ich zu Torwächtern zu sagen habe. Haben wir einmal Super Poli, auch aktuell wieder so ein bisschen populärer, als man das vorher noch hat, weil aktuell wieder viele Despair-Varianten auf Super Poli zurückgreifen, damit die halt so ein bisschen durchspielen können, die verschiedenen Sachen, wenn die halt Second gehen. Kostet aktuell ihre 3 Euro als Common. Super Poli wird immer eine solide Karte sein, wenn ihr Sachen in eurem Exec integrieren könnt, die die Karte wirklich gut nutzen kann. Lure of Darkness, ähnliches Beispiel, ist wieder ein bisschen beliebter in Despia. Wir haben jetzt hier aus der Speed2L-Box, die Karte kostet jetzt 1 Euro und die anderen Karten sind halt alle ein bisschen teurer als das. Die hat aber auch sehr viele Holoprints, noch auf Brothers of Legends zum Beispiel, da gibt es noch ein paar, die halt so um die 2 Euro kosten. Ist eine Karte, die man meiner Meinung nach auch zu Hause haben sollte, weil sie generisch halt nicht once per turn zwei Karten ziehen kann, wenn Dark Monster halt banished. Und es wird immer mal Interaktionen geben, wo das Dark Monster, was ihr banished, noch irgendwie live ist, irgendeinen Effekt triggern kann, ihr das zurückholen könnt. Also, das ist eine Karte, die meiner Meinung nach wirklich ein Staple ist, die man zu Hause haben sollte. Jet kostet 20 Cent. Das ist alles, was ich zu Jet zu sagen habe. Haben wir einmal Lingoribo. Kostet aktuell ihre 25 Cent. Die Leute haben angefangen, die nicht mehr zu spielen, weil sie nicht mehr so Angst vor Ibli haben. Ja, deswegen ist die Karte auch nicht so teuer. Der Preis, wie ihr seht, pendeln sie so bei 50 Cent ein bei den Preisgrafen. Jetzt hier sehen wir ja knapp 25 Cent. Ist also keine wirklich teure Karte. Haben wir einmal Tillemans Kastida. Eine Karte, die aktuell 5,50 geht. Das ist eine Karte, die hin und wieder in Kastida gespielt wird, aber nicht immer. Deswegen kostet die auch nicht so viel, weil es nur eine Ultra Rare aus dem Hauptset ist. Aber ist eine Karte, die man definitiv auf dem Schirm haben sollte, dass die Karte ein paar Euro kostet und sich vielleicht besorgen, wenn man die braucht. Haben wir einmal Evil Twin Lilla. Die Karte kostet gar nichts, 30 Cent. Die ist aber wichtig, logischerweise, für das Evil Twin Deck, was ja, wie man bei Joshua Schmidt gesehen hat, ziemlich erfolgreich ist und auch ziemlich gut funktioniert. Ich habe selber mal getestet, das ist echt scary, was das Deck macht, mit der Griffin-Kombo. Und da braucht ihr logischerweise zweimal die und zweimal die rote, wobei die rote deutlich wichtiger ist als die, deswegen ist die rote auch teurer. Haben wir noch einmal den Drachen-Titan-Galaxie-Drachen. Ja, die kostet 2 Euro. Ist eine Karte, die auch da wieder, ist ein Staple, die man zu Hause haben sollte. Die schwankt vom Preis ein bisschen, wie man Preisgrafen seht, aber jetzt nichts Dramatisches, aber ist definitiv eine gute Karte. Bei Rusk immer wieder eine Karte, die hin und wieder mal relevant wird. Und das ist wieder so eine Karte, die kostet wieder aktuell 2 Euro. Und das ist der Maximum Gold Reprint, also die Rare, die geringstmögliche Rarität. Finde ich schon spannend, dass die Karte wieder 2 Euro kostet, aber ist definitiv eine gute Karte. Haben wir Melfi of the Forest, die Super Rare aus der Tin. Kostet immer noch 10 Cent. Ist essentiell notwendig für das Sprite Deck. Kostet zum Glück aber nicht so viel Geld. Haben wir einmal den Schattenmoskito. Auch die Karte kostet nur 50 Cent. Auch die ist wichtig für die Sprite-Varianten, weil wir damit halt OTK'en können. Das kommt nicht immer vor, aber es kommt häufiger vor, als man vielleicht denkt. Deswegen ist der Preispunkt auf jeden Fall auch gerechtfertigt, aber die ist halt wirklich nicht teuer. Haben wir noch einmal den Ancient Fairy Dragon. Der kostet aktuell ihre 2 Cent. Die Karte könnte vom Preis aber auch ein bisschen hochgehen, wenn die spielbarer wird. Und wir müssen mal gucken, inwiefern die spielbarer wird, verschiedenen Deckthemen, die jetzt in Zukunft rauskommen. Weil Feedspills sind an sich nie irrelevant. Und wenn du halt ein Deck hast, was mehrere Feedspills nutzen kann, wie die Castilla-Varianten, wie die Manadome-Varianten, die Scareclaw-Varianten, die halt mehrere Feedspills haben, die nutzbar sind, könnte so eine Karte doch schon relevant werden. Dann könnte die auch ein bisschen teurer werden. Wahrscheinlich nicht teurer als 1 Euro, aber auf jeden Fall teurer. Dann Call by Grave. Chillt so ein bisschen bei 50 Cent.
Ist eine Karte, die aktuell gar nicht so viel gespielt wird, außer in den meisten Despia-Listen. Ist aber eine Karte, die man meiner Meinung nach zu Hause haben sollte. Ich würde auch 3 Kopien davon zu Hause haben. Weil so wie der aktuelle Stand ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Konami die wieder auf 3 setzt. Ich finde es doof, weil ich finde, die Karte ist keine Karte, die im Game sein sollte. Aber ist eine Karte, die ich mir vorstellen könnte, dass Konami die wieder auch hochsetzt, weil die aktuell nicht so viel gespielt wird. Haben wir noch einmal Mathmech, Alan Bird, kostet aktuell auch 50 Cent. Der Reprint aus Maximum Gold Eldorado. Und die Karte ist logischerweise wichtig für Mathmech, kostet aber wirklich nicht viel Geld. Entis ist schön, die Karte mal nicht so teuer zu sehen. Hat ja wieder zwei Reprint bekommen in Magnificent Mavens. Kostet aktuell 1 Euro. Die werdet ihr in verschiedenen Kastier-Varianten sehen, weil die über Prosperity an den Arise halt dran machen können. Ist also eine Karte, die jetzt an sich nicht schlecht ist. Hat natürlich auch verschiedene andere Applikationen, wie meinetwegen mit Diviner oder mit anderen Karten, die was in den Friedhof legen können. Wie verschiedene Dogmatiker-Varianten. Ist also eine Karte, die auf jeden Fall Play sehen wird. Aber aktuell halt nicht so teuer ist. Was ich gut finde, weil die war mal eine 10-Euro-Karte vor nicht so allzu langer Zeit. Und das war meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Deswegen finde ich das hier deutlich schöner. Dann haben wir einmal noch den Super Aerial Samurai Scareclaw. Das ist eine sehr wichtige Karte für das Super Aerial Samurai Deck Thema. Die Karte ist nämlich wirklich gut. Die kostet aber aktuell nur 2 Cent, ist also jetzt nicht so eine teure Karte. Aber lest euch die Karte auf jeden Fall durch, haltet euer Auge offen. Diese Karte wird irgendwie relevant werden. Dann wollte ich auch einmal ganz kurz über Savage Dragon reden, weil er kostet immer noch knapp 14 Euro. Denn wir haben manche bisschen Control-Varianten gesehen, die wieder auf Savage Dragon zurückgreifen. Und deshalb ist die Karte auch wieder so ein bisschen was wert. Wie ihr seht, der Preiskörper hat sich nicht wirklich großartig verändert. Ist aber immer noch faszinierend, dass eine Karte, die halt den Ripper bekommen hat, immer noch teuer ist. Spannend. Nightmare Phoenix ist eine Mandatory-Karte, die kostet aktuell ihre 40 Cent. Aber auch die sollte man zu Hause haben, hat ja auch den Ripper bekommen. Beginnt mit Mavens. Kostet also auch nicht mehr so viel, aber besorgt euch auf jeden Fall eine Kopie davon, damit ihr eine zu Hause habt. Weil die werdet ihr in so vielen Decks brauchen, das ist der Wahnsinn. Dann DPE. In Hero Decks super wichtig, in anderen Decks gar nicht, deswegen kostet die auch nur noch 7 Euro. Dann Grab des super antiken Organismus. Hat ja in OTS 20 den Super Rare bekommen. Kostet aktuell ihre 2,10 Euro. Und wenn ihr euch den Preisgrafen mal anguckt, der steigt. Denn die Karte ist gegen Kastira gut und die ist gegen Despia gut. Das reicht schon, dass die Karte halt ein bisschen steigt. Es haben sehr viele Toplisten diese Karte im Side Deck gespielt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dadurch der Preis halt steigt, weil die Leute halt aware sind, dass diese Karte halt spielbar ist. Wie gut die wirklich ist, schwer zu sagen. Wenn ihr sie zieht, ist natürlich gut. Wenn ihr sie nicht zieht, eher nicht so gut. Ob es jetzt wirklich 2 Euro wert ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ist eine Karte, die man vielleicht zu Hause haben sollte. Vielleicht jetzt nicht für den Preis. Aber wenn sie vielleicht ein bisschen absagt, dass man die mal zu Hause hat. Haben wir Foolish Burial Goods in aktuell vielen Naturia-Decklisten gespielt, um halt Access zu dem Baum zu haben, dass wir den senden können, damit wir uns Naturia-Karten nennen können. Kostet aber aktuell 20 Cent, ist also jetzt nicht der Rede wert, dass man darüber sprechen muss, dass die Karte jetzt teuer ist oder so. Dann haben wir einmal Blazing Cartesia. Kostet aktuell ihre 35 Euro. Ist also richtig teuer geworden. Ne? Ist aber auch so eingependelt bei dem Preis. Die Karte könnte, wenn die keinen Reprint bekommt, in der Megatin. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie Reprint bekommt in der Megatin. Wenn das aber nicht so ist, wird das eine Karte, die könnte teuer werden. Also wirklich so auf 50 Euro hoch, wenn die nicht in der Megatin drin ist. Wenn die in der Megatin drin ist, fällt die komplett runter auf 10 Euro und die andere Kopie wahrscheinlich so 5 Euro kosten. Aber das ist eine Karte, die für das nächste Format, für das Despia-Deck, unglaublich wichtig wird. Haben wir einmal Magnamut. Wir sehen auch hier, der Preis ist relativ stabil, kostet so 12 Euro. Denn das ist eine Karte, die wird auch wieder relevant werden. Aber auch wer Dark Blast Richtung Megatin denken, die Karte wird den Reprint bekommen. Da bin ich mir 100% sicher. Der Reprint wird wahrscheinlich ein Upgrade sein, also könnte sein, dass der Preis nicht wirklich fällt. Nimlanga wollte ich kurz noch erwähnen. Eine Karte, die für Sprite braucht. Zweimal. Kostet 2 Cent. Danke an den Rare Reprint. Auch wenn ich den Reprint für Rare furchtbar finde, weil ich hätte gerne Holo gehabt, finde ich das schön, dass diese Karte, die an sich nur für diese eine Applikation gut war, nicht mehr so teuer ist. Dann haben wir noch einmal Arisard, der sich so bei 10 Euro wieder eingependelt hat. Der war ja kurzzeitig mal so bei 8. Dann ging er hoch auf 15. Dann ist er wieder bei 10. Ist eine Karte, die braucht logischerweise in Kastira. Zweimal, manche spielen sogar 3, die meisten spielen aber 2. Und die könnt ihr theoretisch auch in anderen Decks spielen, weil sie ist generisch mit 3 Level 7 Monstern. Und ich habe gesehen, ihr könnt die sogar in Fintrack machen. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber ihr könnt die auf jeden Fall da bauen. Dann Ghostmourner kostet aktuell 10 Cent. Ist also keine Karte, die jetzt wirklich teuer ist, aber wollte ich mal kurz erwähnen, fand ich ganz cool.
Dann Live Twin Kizikil. Kostet aktuell auch 50 Cent. Ist ein bisschen gestiegen, wie ihr seht. Einfach durch den kleinen Hype. Weil das eine Karte ist, die ist so ein bisschen nischig in der Applikation, aber die braucht ihr logischerweise. Weil manchmal hat ihn vorher nur auf 1 gespielt. Jetzt haben manchmal die halt ein bisschen mehr gespielt. Dadurch wird halt logischerweise der Demand ein bisschen größer. Dadurch steigt vom Preis auch ein bisschen. Aber jetzt nicht wirklich viel. Also jetzt keine teure Karte oder so. Dann haben wir einmal das Link 2 Monster. Und das kostet aktuell 1 Euro. Also Crystal Revenge hat auf jeden Fall den Preis gut getan, denn die war auf jeden Fall eine teure Karte. Jetzt kostet 10 Euro, ist also auch nicht mehr so teuer. Melfi Pini, auch eine Karte, das ist eine Common, kostet 2 Cent. Die ist aber in Pile of Elements drin gewesen. Also die wird nicht in der Megaton drin sein. die wird wahrscheinlich aber nicht mehr lange spielbar sein, weil die werden bei Sprite irgendwas hitten. Dann Druid's Wurm, kostet immer noch 5 Euro, ist eine gute Karte. Braucht ihr, wenn ihr halt ein bisschen spielt, braucht ihr auf jeden Fall einen Druid's Wurm, einen Magnamut Druid's Wurm und halt den neuen, der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass die Preise sich in naher Zukunft irgendwie nach unten korrigieren werden. Denn wie ihr seht, der geht so ganz langsam runter, der Preisgrab. Aber so ganz, ganz langsam. Dann Prisma. Und das ist spannend, denn die Karte kostet aktuell ihre 7 Euro bis 10 Euro. Und der Grund dahinter ist, dass es mit der Karte ein paar Kombos gibt mit dem neuen Exodeck-Monster und den ganzen Manodon-Karten. Ob das jetzt wirklich super relevant wird und ihr wirklich jetzt Prisma spielt für diese Kombo, keine Ahnung. Das erklärt aber, warum Prisma aktuell die 8 Euro kostet, oder 10 Euro fast sogar schon, wenn man so sieht. Dann Leitart, logischerweise auch hier vom Preis relativ stabil, 3 Euro. Ist eine gute Karte, ist ein Link 1 Monster, was ein Fiespiel suchen kann. Ja, ist eine gute Karte, wollen wir nicht überreden. Dann Lilla, kostet knapp 2 Euro, ist vom Preis auch ein bisschen gestiegen, weil wir jetzt halt ein bisschen mehr Live-Twin-Sachen im Meta gesehen haben. Ich hätte gedacht, dass sie wahrscheinlich ein bisschen mehr gestiegen ist, weil die jetzt gar nicht so teuer ist, wie ich jetzt persönlich erwartet habe. Ich habe gedacht, die kostet 3 Euro oder so, aber 1,50 ist auf jeden Fall ein Preispunkt, den man bezahlen kann, wenn man das wirklich spielen möchte. Haben wir einmal den Samurai Wagon, der kostet aktuell 2 Cent. Das war eine Karte, die könnte auch ein bisschen hochgehen, wenn der Super Rare Samurai Support wirklich so gut ist, wie viele es aktuell ausmachen. Zumindest die Super Rare könnte so ein bisschen steigen. Wie viel, keine Ahnung, aber so ein bisschen auf jeden Fall, weil die Karte wird im Deck gespielt und ist im Deck auch wirklich gut. Ist jetzt nicht super wichtig, aber sie ist gut. Dann Baldrake ist ein bisschen gefallen, war so bei 30 Cent, mittlerweile kostet sie 2,3 Cent. Die wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft bekommen, spätestens halt in der Megatin nächstes Jahr. Auch nochmal für alle Hero-Spieler, Hero Destiny kostet 2 Euro, ist also jetzt keine teure Karte. Wenn ihr also Hero spielen möchtet, besorgt euch die, coole Karte. DPE ist halt immer noch eine gute Karte. Haben wir einmal Rex Fright for Hire. Ich hätte erwartet, dass die Karte jetzt ein bisschen mehr kostet. Aber offensichtlich nicht. Also Leute haben offensichtlich nicht so Bock auf das For Hire Runic Deck, denn die kostet immer noch 2 Cent. Ja, ist eine coole Karte auf jeden Fall. Das BLS-Link kostet immer noch ihre knapp 4,50 Euro. Ist also auch eine gute Karte, aber sie wird aktuell in wenigen Decks gespielt. Ich habe die in manchen Kastierer-Listen gesehen, wo es nicht mal aufkommt, dass ihr sie braucht. Aber grundsätzlich nicht so eine Karte, die gerade aktuell mandatory ist. Dann Gary ist eine Karte, die noch nie teuer war. Wie ihr seht, ist sie immer noch nicht teuer. Aber sie wird in vielen Deck-Varianten mittlerweile mehr als auf 1 gespielt, weil ihr mehr diese Level 4 Monster halt braucht. Das ist auch gut zu wissen. Dann Rivalität der Kriegsherren, kostet 1 Euro. Floodgate, hat ein bisschen was mit Rika zu tun, dass Rika halt auch spielbar ist und da könnt ihr halt Rivalry spielen. Da ist sie auch gut, deswegen kostet die 1 Euro. Floodgates werden immer so einen kleinen Value halten, weil die an sich ja nie kacke sind. Haben wir einmal Muckraker, die hochgegangen ist vom Preis, kostet 15 Euro. Hat ein bisschen was mit Joshuas Runedeck zu tun gehabt, wo er die gespielt hat, wo die wirklich gut war. Dann wird die in Dark World gespielt, logischerweise, und auch in dem Lifespin Runic Deck wird die Karte auch gespielt. Jetzt macht die Karte halt ein bisschen teurer. Die wird aber ein Reaper bekommen in dem Megatin. Also die wird auf jeden Fall dann deutlich günstiger sein. Dann Saronir ist eine Karte, die kostet auch aktuell 3 Euro, weil die halt in den ganzen Despair-Varianten auf jeden Fall auf 1 gespielt wird, weil die brauchen die auf jeden Fall auf 1. Da ist sie auf jeden Fall gut. Dann Carrot kostet nix. Starter ist vom Preis wieder hochgegangen. Aber auch da möchte ich nochmal erwähnen, es wird bald eine Banlist geben. Und diese Karte ist prädestiniert dafür, auf dieser Banlist drauf zu stehen. Wollte ich für euch nochmal ganz kurz einmal erwähnen, dass das halt sein kann. Dann Radian, wird in DSP gespielt, aktuell ein bisschen mehr gespielt, war aber auch im Strike Strike Albert Strike drin, das heißt jetzt keine teure Karte, kostet 5 Cent, aber die wird aktuell ein bisschen mehr gespielt. Deswegen wollte ich kurz nochmal zeigen. Axis Kotoka, die Secret Rare aus Crystal Revenge, kostet aktuell ihre 33 Euro, ist also nicht so teuer, im Vergleich zu was sie vorher gekostet hat. Aber sie wird aktuell auch nicht so viel gespielt. Das heißt, wenn die Karte mehr gespielt wird, wird die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen teurer. Haben wir einmal Runic Destruction, eine von den Runic-Karten, die nichts kostet, 10 Cent. Dann haben wir einmal Regulus,
kostet aktuell wieder seine 40 Euro. Meiner Meinung nach ein bisschen viel für den Regulus, aber auch da wieder Megazin, kriegt ihr auf jeden Fall einen Reprint. Und dann habe ich nochmal so ein paar Runikarten, die ich einfach nochmal kurz hier reinschmeißen wollte. Wir haben noch einmal die Karte hier, also hier Aufblitzen ins Feuer, kostet 5 Cent. Dann die frostigen Flüche kosten auch 5 Cent. Dann Slumber kostet auch 5 Cent. Die Spitze kostet immer noch 35 Euro. Also die ist wirklich teuer. Und natürlich Hugin, immer noch knapp ihre 20 Euro, immer noch eine Karte, die wirklich mandatory ist. Und der Brunnen kostet mittlerweile auch wieder seine 17 Euro. Der war mal kurzzeitig bei 12, ist aber dann dort ein bisschen hochgegangen, weil halt mehr Leute wieder Runic gespielt haben. Nur nochmal so eine Karte zum Abschluss. Das ist einmal der Schnell-Synchro-Sternenstaubdrache, der aktuell 35 Euro kostet aus Maze of Memories. Und das ist nur, weil ihr mit der Karte Baroness bauen könnt in dem neuen Super Heavy Samurai Deck. Wie gut das ist, keine Ahnung, aber da wird die aktuell gespielt. Und deshalb kostet die auch ein bisschen Geld, weil die halt wirklich dafür gut ist, um die Baroness zu bauen. Wobei ich wirklich 35 Euro ausgeben möchte, nur damit ich halt die machen kann. Zurückhol Baroness Bau, die ja auch 50 Euro kostet. Also für diese kleine Interaktion braucht ihr halt 50 Euro, braucht ihr halt 100 Euro fast. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber definitiv eine Karte, die halt den Preis wert sein kann. Und das war's schon wieder für diesen Monat mit Wie teuer ist denn Yu-Gi-Oh! Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne mal ein Abo da für den Channel, damit ihr sowas in Zukunft häufiger sehen könnt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.